Zack. Hopp. Ich komme. Vor allem, ich düse hier mit null Wumperfrüchten durch. Ich brauche den Speed gerade nicht. Aber ich habe das echt gut raus, muss ich sagen. Mit dem Driften. Aber das hat wirklich lange gedauert. Weil das Boosten bei CTR ist angenehmer. Da spricht das bedeutend besser an. Und finde ich auch leichter. Ja gut, holen wir uns ein Team. Ansonsten, ja, wenn ich die Möglichkeit habe zum ersten, würde ich ganz gerne auch erst erwähnen. Und Sprung. Schön über die zweite Welle drüber gekommen. Jawohl. Zack. Ja, das hält halt einfach auf, wenn du auf der zweiten Welle landest. Also auf der zweiten Welle. Und oh, das kann nur meine da oben sein. Und das wird, bremst dich ja halt aus. Und das ist halt immer kacke. Jetzt mal ganz schnell vorbeidriften. Nicht, dass die da irgendwie dumme auf dumme Gedanken kommt und diesen scheiß Magneten noch loslassen. Weil so wie ich meine Gegner kenne, ne? Die sind so gemein. Die fahren da drauf und setzen mich dann im Magneten rein. So, dass die schön erst erwähnen können. Aber hier drauf driften finde ich immer noch ein bisschen komisches Gefühl. Fährt sich ganz komisch, muss ich echt sagen. Macht aber Spaß, dass die sich da wirklich was mit diesem Magnetfeld was einfallen lassen haben. 3 Minuten. Jawohl. Fließbandstraße, Platzierung. Nach 3 von 3 Strecken haben wir 27 Punkte. Der zweite hat... Dam, 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 dam. 9. 7, 7. Okay. Alles klar. Und somit fehlt uns nur noch... Ich wollte gerade sagen. Und somit fehlt uns nur noch ein Edelstein. Da hinten hat man das andere komische Viech gesehen. Ich keine Ahnung, in was für eine Liga der gehört. Der Zem? Ja, ich glaube, Zam ist halt der auf 2 Beinen und Zem ist der komische, den man da hinten gesehen hat. Den man, also der Typ auf 4 Beinen. So, herzlichen Glückwunsch, du hast einen Edelstein gewonnen. Bevor ich den machen, ich werde aber ganz kurz mal abspeichern, sicher, sicher. Und dann gucken wir mal aufs, ja, Prozentekonto. 90 nach dem ersten Edelstein, 2%. Jetzt müssten 2, 4 zugekommen sein, müssten wir 94% haben. Theoretisch. Ah, ich bin mal gespannt. Oder haben die jetzt mehr gegeben? Normalerweise müssten uns noch 4% fehlen, 6% fehlen, genau. So, hopp. 2% grüner Edelstein. 2%. Ja, 2% der Platin-Relikt. Und 2% denn der endgültige. Ja, das endgültige Überwältigen von Velo. Und dann haben wir auch schon Crash Nitro Cut durch. Also, es war recht schnell. Es ist zwar von den Parts her trotzdem viel. Also, die Zeit war trotzdem sehr viel, die ich hier investiert habe. Aber trotzdem. Schöne. Ist auf jeden Fall. Ups. Schönes, spaßiges Projekt gewesen. Kindheit natürlich. Gehört natürlich dazu. Und zack. Auch wenn die Spielmechanik, vor allem so, was ich halt an den CTR, also an Crash Team Racing geliebt habe, es war halt der Kampfmodus. Er ist hier leider nicht, nicht ganz so schön rübergekommen, muss ich sagen. Den haben sie bei Team. Bei Crash Team. Ja, doch. Bei CTR. Deutend besser umgesetzt. Aber na gut. Zack. Na ja, gut. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Oh oh. Ja, fick dich, Engine, Mann. Siehst du, Engine noch? Wer ist Engine eigentlich mit vorne? Also das N. Gibt ja auch noch hat ja auch noch irgendeinen Namen. Beziehungsweise eine Bedeutung. Hopp. Hopp. Gut, ich darf auf jeden Fall schon mal ein Team bilden. Wir haben sogar eine Maske, also wir können eigentlich ganz in Ruhe durchdriften. Okay, oder? Ich habe gerade den Abstand zu Dingo da gesehen. Und da habe ich mir so gedacht, ne. Das gibt es nicht.
Der hat aber wirklich einen übelsten Vorsprung gehabt. Ja, super, fick dich doch, du Hurensohn, Alter. Komm. Machen wir halt einen Frenzy mit der Coco wieder. Ich habe auch noch nie gesehen, dass die Gegner eine Maske eingesetzt haben. Keine Ahnung, ob die halt nicht können oder so, ob die zu blöd dazu sind. Ich habe auf jeden Fall nochmal eine Maske. Ich glaube nicht, dass die... Ja. Wow, das war knapp. Dass ich da echt noch gerade so rübergekommen bin. Das wundert mich. Eigentlich habe ich eigentlich immer so viel Pech, dass genau so was halb funktioniert, denn überhaupt nicht mehr funktioniert. Aber auch wieder ganz knapp auf den ersten Platz gekämpft. Muss ich sagen. Auch wieder ganz, ganz knapp. Ich muss ja mal einen Schluck trinken, Mann. Ja, fortfahren. Und da haben wir natürlich wieder mich auf den ersten, Ding oder als zweiter, Sam, oder Sam, wie auch immer, dritter und Engine vierter. Okay. Kann man auf jeden Fall mal machen. So. Das war ja der erste Rennen. Jetzt kommt dieser Unterwasserring heißt er nicht. Oder? Doch, Unterwasserring. Das andere ist der Abwasserring. Und Ruths Röhre war das andere. Ne, Tiefseefahrt, okay. Was war denn Unterwasserring? Okay. Der Wasserring. Oder war der vielleicht auch aus Crash Team Racing? Ich weiß es nicht. Zack, ich werde mal hier lang düsen. Alter, ist die Coco schnell? Ey, die ist schneller als Crash? What the fuck? Wie kann ein Anfänger-Muppet schneller sein als ein Standard? Beziehungsweise ausgeglichener Fahrer? Wow, knapp. Schneller sein als ein Anfänger. Langsamer sein als so ein Anfänger-Dingens. What the fuck? Das läuft da nicht richtig. Ding. Als Maulkoko. Ey, hättest du mich da reingeschubst, ne? Ich hätte dir so in die Fresse... Na gut, in den Arsch... in den Arsch getreten. Ist ja, naja, mehr oder weniger Frau. Das tut man ja eigentlich nicht schlagen. Ich hätte so übelst auf den Arsch gekloppt. Ist besser. Oh, zack, da kann man ja machen. Schön knackigen Arsch, haut man doch ganz gerne drauf. Also naja. Am besten in engen Jeans, denn. Da heulen sie am meisten. Tut richtig weh wahrscheinlich. Hoppa. Zack. Zack. Ja, reicht noch okay. Natürlich werde ich hier wieder die Abkürzung nehmen. Und gleich wieder in den Drift rein. Ja, ist halt alles Zeit, was ich dadurch generieren kann, ne? Alles Vorsprung. Ja, scheiße, das war doof. Zack, zack. Ach, fuck it, Mann. Ja, komm, du scheiß Rakete. Vorrat. Ich habe mich nämlich schon wieder purzeln sehen an den, an den Beilen, an den komischen... Ja, Ventilatoren sind sie auch nicht. An die komischen Dinger, die sich da drehen halt. Weil, warum? Beziehungsweise, ich hab mich auch halb an der durch die Rakete purzeln sehen. Weil ich kenne mich. Ich werde durch mein Unglück in die Dingens reingefahren. In die komischen Dinger, die sich da drehen. Dann, dadurch geht meine Blase weg. Dadurch, ja, kriegen die mich halt. Hopp. Und ja, die Rakete hat mich dann getroffen. Ja, alles sehr, sehr unglücklich. Hopp. Wow, Winston dauernd hier einmal durchgedriftet. Alter, mein Mund ist schon so trocken, dass ich überhaupt nicht mehr reden kann. What the fuck? Wow! Das war knapp. So eine Kunst. Hier so, was weiß ich, brutal viel zu reden. Jo, zweite Strecke fertig. Und die letzte ist... Ich weiß, welche das ist. Mit der Staubwüste, Sandwüste? Nee, Staubwüste war eine aus Mario Kart. Genau die. Schön, Cabri-Sonne, Orange. Richtig geil. Richtig geiles Zeug.
Muss man auf jeden Fall haben. Weiß nicht, ist so schön entspannt, so schön so. Kannst nebenbei schön schlürfen, schöner Strohhalm. Zeitlos, genau. Und dann haben wir auch den Cup fertig und dann können wir auch den, ja, die Hyperstraße machen. Nein! Ja, das war richtig dumm, dass ich da die Dinge zerpasse. Oh, hoppa. Wer könnte das wohl sein? Als Maulgucker. Ich habe jetzt echt die Abkürzung verknallt. Ich habe echt die Abkürzung verpasst. Scheiße. Naja, ich glaube, ich hätte die sowieso nicht gekriegt. Weil ja, hier mehr so viele Spacken vor mir umherfahren. Drifte doch jetzt wieder, Crash. Willst du spielen? Halt's Maul. Oh, op. Zack, zack. Eins, zwei, drei. Also an sich geht's ja hier ganz gut klar, muss ich sagen. Ach, Ding oder du Arschgecke. Ja, genau, Cortex. Wo kommst du jetzt schon hierher, du Arsch? Hopp. Und Drift. Wow, ich habe nach einer Runde schon alle 10 Wumpa-Früchte. What the fuck? War der Wumpa-Gott mir gnädig heute, oder wie? Habe ich sonst noch nie hingekriegt. Boah, ich weiß gar nicht, wann ich die alle eingesammelt habe. Egal. Das hat mir trotzdem Vorsprung gebracht. War auf jeden Fall in der Ausführung fast perfekt. Zack. Nein, nicht hängen bleiben. Zack. 1, 2 und 3. Ich habe nämlich versucht, oder beziehungsweise habe ich da bei der Abkürzung gemacht, mit dieser ja, Sprungdrehung nenne ich das mal, damit halt schneller um die Kurve da zu kommen. Ja, habe ich ein bisschen zu früh eingesetzt. Aber na gut, egal. Passiert. Warte mal, mein Alter. Guckt euch mal meinen Vorsprung an. Aber das trotzdem finde ich noch ganz schön klein. So wie Cortex gerade aufgeholt hat. Nee, jetzt ist er irgendwie runtergefallen oder so, okay. Naja, immerhin. Na gut, jetzt habe ich so... Eieiei. Das ist auf jeden Fall die einfachste Strecke überhaupt, finde ich. Durch die Abkürzung halt. Komm rum hier. Bleib da nicht hängen, du Arsch. Zack, zack, zack. One, two, three. Uno, dos, tres. Ja, eins, zwei, drei. Ja. Shing, Shang, Shong, keine Ahnung. Keine Ahnung, kenn keine. Oh, fick dich. Es musste mir ja sowas passieren. Zum Glück habe ich so viel Vorsprung, Mann. Na, egal. Auf jeden Fall. Alle Edelsteine. Ups, mein Headset. Meine Edelsteine, ich hab sie alle. Jawohl, jetzt fehlen nur noch zwei Sachen. Zwei Sachen. Jawohl, ich bin so stolz. Ich bin echt stolz. Und 3 Cups innerhalb von 35 Minuten. Respekt. So. Das heißt, für mich denn gleich, herzlichen Glückwunsch, du gewinnst deinen Edelstein. Sagt er so, oder? Also ähnlich zumindest. Apropos, ich guck gerade so nach links, ich müsste eigentlich mal mein Stalker-Buch weiterlesen. Shadow, also Stalker, Shadow of Tschernobyl, der Deserteur. Glückwunsch, du hast einen Edelstein gewonnen. Na ja, gut, sagen wir so. So, und da ist das Relikt, die Hyperstraße. Aber hey, komm, nimm Start. Wir speichern. Und ich werde mich jetzt an die Hyperstraße setzen und ja, danach dann das Finale machen. Und ich würde sagen, hier werde ich aber jetzt erstmal wirklich beenden, dass es denn eine reine Folge wird. Also im runden Abschluss. Das heißt, wir sehen uns jetzt dann nachher mit 98%, denke ich mal, wieder. Wenn ich das habe, natürlich, denn natürlich 96. Naja, auf jeden Fall
sag ich jetzt mal, ich werde mich jetzt an die Hüberstraße setzen und die Aufnahme für mich jetzt erstmal beendet. Diese Aufnahme Season, mehr wollte ich erstmal nicht machen. Und hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ja, ich denke mal, zwei oder drei Videos werden noch folgen. Beziehungsweise zwei Videos, denke mal, definitiv. Hyperstraße und Velo. Und ja, hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und ja, bis denn zum nächsten Part, wo ich denn euch das Platin-Relikt der Hyperstraße präsentiere. Und ja, jetzt auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und ciao.